Dann willkommen zu unserer Pressekonferenz nach dem Spiel gegen die SV Elversberg mit den beiden Trainern. Herr Wiesinger, Glückwunsch zum Sieg. Ihr Kommentar bitte. Ja, danke. Erste Halbzeit ging klar an Saarbrücken, muss man schon sagen, von unserer Seite. Wir waren Zweikampf meistens zweiter Sieger. Saarbrücken war sehr präsent, sehr stabil. Da haben wir uns ein paar Mal erwischt, auch in der Umschaltbewegung, sind auch so in Führung gegangen. Und danach hat man schon Glück, dass wir da nicht noch einen kassiert haben. Das war von der Körpersprache, vom ganzen Auftreten nicht gut genug. In der Halbzeit haben wir ein paar Sachen justiert, ein bisschen umgestellt auch. Und zweite Halbzeit haben wir ein anderes Gesicht gezeigt. Hat meine Mannschaft eine klasse Leistung auf den Platz gebracht. So ein Spiel dann zu drehen in der Art und Weise, also das höchsten Respekt davor. Die Jungs auch gelobt gerade. Richtig guten Job gemacht hier und auch schöne Tore erzielt. Hätte dann gerne noch das dritte nachgelegt, die Chance war da durch den Simon Hande, aber so war es immer noch gefährlich, weil man immer noch durch den Standard einziehen kann. Aber ich denke im Großen und Ganzen, ob verdient, weiß ich nicht, tue ich mich schwer, weil die erste Halbzeit einfach nicht gut war. Ja, haben auch Glück gehabt, das muss ich schon sagen. Aber Reaktion zweite Halbzeit war richtig gut und von daher waren es natürlich für uns drei super wichtige Punkte, Big Point in der Phase. Und wird uns auf jeden Fall für die nächsten Spiele, Wochen, Aufgaben eine Menge Selbstvertrauen geben. Danke. Danke. Dirk, wie hast du das Spiel erlebt? Ja, Michael, da nur beipflichten, mit Sicherheit gespielt in zwei verschiedenen Halbzeiten, wo wir es wahrscheinlich versäumt haben, in der ersten Halbzeit das 2-0 nachzulegen. Gesamt betrachtet muss ich sagen, dass der Fußball immer wieder von seinen Momenten innerhalb eines Spiels lebt. Und heute einige dieser Momente stattgefunden haben, wo leider immer wieder der Schiedsrichter die Finger mit im Spiel hatte. Ja, ich erinnere da an das vermeintliche 1-0 durch Mendler, was zurückgepfiffen wurde. Wenn man dann das 1-1 sieht, ähnliche Situation, da ist es abseits. Vorausgegangen eine Situation, wo Issa Helwig Dominik Rau umhaut, der schon gelb vorbelastet war, wo es keine weitere Karte gibt. Im Gegenzug aber unser Spieler draußen behandelt werden muss und während er wieder reinkommt, das 1-1 fällt. Das sind diese Momente, die solche Spiele dann ans Kippen bringen. Die wurden leider heute, wie gesagt, immer wieder vom Schiedsrichter beeinflusst. Und das war für mich mit ein Grund, warum das Spiel nachher so eine Wende genommen hat. Grundsätzlich kann ich sagen, bin ich wirklich stolz auf diese Mannschaft, wie sie sich hier präsentiert hat. Nicht nur heute, sondern seitdem ich hier am ersten Tag erschienen bin und freue mich jetzt schon auf unser Pokalfinale. Danke. Vielen Dank. Dann gibt es jetzt die Möglichkeit für euch Fragen zu stellen. Wenn keine Fragen sind, dann will ich an dieser Stelle nochmal vielen Dank sagen. Vielen Dank an unsere Fans, die uns in den letzten Wochen ordentlich Rückenwind gegeben haben in Mannheim. Ein gutes Gefühl gegeben haben, auch heute das Stadion in ein richtiges Fußballstadion verwandelt haben. Es ist nicht selbstverständlich, dass man so viele Fans hat und wir sind sehr stolz auf diese Fans und deswegen auch an dieser Stelle nochmal vielen Dank. Schönes Wochenende.